liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin Core LP 100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu... Was wollte ich... Ich hatte jetzt einen Fantasienamen im Kopf, den ich jetzt reflexweise sagen wollte, den es gar nicht gibt. Und jetzt kann ich ihn nicht mal aussprechen, weil ich nicht so richtig... Gott, mein Hirn lässt mich im Stich, liebe Leute. Nun ja. Wir sind auf dem Weg, die Familienklinge zu finden. Von einem Typen in Kertrolde. Und... Diese führt uns an ein altes Fort, wo wir sie wahrscheinlich finden, bewacht von irgendwelchen Banditen. Bevor wir da aber hingehen, interessiert mich erstmal diese Hütte, vor allen Dingen wegen ihrer sehr interessanten Malerei. Hallo? Ist hier irgendjemand? Jason! Roos! Der letzte Wunsch, wieder ein Nod an die Literatur des Witchers. Boah, Leute, und falls ihr es mal wissen wollt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist gerade diese affenartige Hitzenwelle. Hier hat es 97 Grad draußen im Schatten. Ich dunkel zwar den Raum, wo der Rechner drin steht, immer ab und versuche auch das Sonnenlicht rauszuhalten, weil das zusätzlich heizt. Aber ich sage euch, sobald ich hier noch den Rechner anmache und irgendwas zocke, werden aus den 97 Grad 142.000. Deswegen schwitze ich wahnsinnig. Es ist mir unglaublich warm hier beim Aufnehmen. Nur weil dieses Spiel so gut ist, hält es mich daran, nicht aufzuhören und zu warten, bis es kühler wird draußen. Ja, tatsächlich, man wartet mit dem Videospielen, bis es draußen kühler ist und genießt ansonsten die Sonne. So macht man das. Bitte merkt euch das, liebe Kinder. In der Zeit sammle ich hier alles ein, was mal den Leuten gehört hat, die hier zufällig in dieser Hütte gewohnt haben. Okay, das da vorne ist, glaube ich, der Ort, den wir vorhin befreit haben. Das ist doch dieser See, wo ich dann kurz meinte, im letzten Part, da könnten wir doch mal rumreiten, ne? Komm schon! Okay. Wir reiten jetzt aber nirgendwo rum. Wir folgen jetzt dem Weg. Denn wir holen uns dieses Schwert zurück, liebe Leute. Kann ich dieses Fort schon irgendwo sehen? Ich hatte gerade... Rehe, seid ihr wahnsinnig? Ich meine, gut, ihr könntet mein Pferd kaputt machen. Ich wollte euch gerade drohen und so, aber... Okay, hier geht's nicht lang. Tut mir leid, hier geht's wieder in dieses große Dorf mit den Feldern. Wir machen uns mal einen Spaß draus, eine extra Runde zu drehen. Okay, irgendwo hier muss es doch sein. Wir reiten jetzt mal ein bisschen schneller. Ich will nämlich diese Klinge finden von Maledite. Altes Fort. Ah! Na, wenn das kein altes Fort ist. So, ihr Ladies. Dann zeigt euch. Ich steige auch von meinem Pferd ab. Nur für euch. Nur um mich zu quennen. Macht ja keine Dummheiten, ich sag's euch. Das ist auch das, wo ich gerade die Quest... Ach nee, ist es nicht. Oh nee, nicht schon wieder ein Riese. Ein BS. Yes. Ein BS. Ein viel zu starkes BS für uns. Brenn. Oh, ein viel zu starkes... Wie stolper ich denn jetzt über die Quest, die ich gar nicht machen will? So eine Kotze. Au. Verdammt, ich habe vorher nicht gespeichert, ich Trottelarsch. Okay, das müssen wir mal anders machen, Stelle dich den Dieben beim Fort. Wir sind hier gar nicht beim Fort. Fort. Immer eine Idee weiter. Ach nee, das ist Skoda? Ja, keine Ahnung. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Puh. Okay, mal kurz meditieren. Ein Stündchen, um meine Tränke aufzufüllen. Ich habe mich gerade schon wieder eingesoffen vor lauter Angst. Weil ich so ein Angsthase bin. Okay, komm mal her, Plätzchen. Schade, habe ich mich voll ablenken lassen. Aber gut, wir wissen auf jeden Fall, da oben drin ist der BS. Und da werden wir wahrscheinlich auch, wenn der da schon ist, die Leiche des Sohnes finden. Es sei denn, der BS war sein Haustier, was ich mal stark bezweifeln will. Plötze. Jetzt hängt er da wieder irgendwo dran. Na gut, gehen wir zu Fuß. Who cares? Oh, guck mal, ein kleiner Bach. Sehr schön. Verzeihung. Gott, ist es gerade warm. Himmel, Arsch und Zwirn. Wo ist das alte Fort, liebe Leute? Ich will es. Ich will es. Du willst es. Bruce will es. Wow, das ist alles so schön offen hier und umzäunt von Bergen. I like. Und wir laufen an dem Fort vorbei die ganze Zeit. Ach super, das sieht einfach so gut aus hier. Dieser Flusslauf. So schön natürlich, so... Ich glaube, ich habe das alte Fort gefunden.
Ist das ein riesiger Wachturm? Wahnsinn. Au. Ich hasse Hunde, wenn die immer so im Kreis wuseln und man kann sie nicht richtig treffen. Ich hasse sie ernsthaft. Okay. Altes Fort. Was für eine verfluchte Scheiße! Was denn? Hier ist da gar nichts. Ihr seid ja gar keine Banditen. Ich bin immer noch nicht am Ziel angekommen. Leute, wo ist das scheiß Ziel? Alter, du willst mich verwackeln, oder? Diese hässliche Familienklinge führt mich einmal quer über die komplette Insel. Was ist passiert? Passiert ist verdammt, dass ich gestürzt bin und mir das scheiß Bein gebrochen habe. Hör auf zu heulen, Petter. Ich schäme mich, das zu hören. Reiß dich zusammen, Mann. Schlimmstenfalls schnitzt Henrik dir ein Holzbein. Der alte Olle hat auch eins und beschwert sich nicht. Der alte Olle hat auch Läuse, stinkt und ist an beiden Enden undicht. Darüber beschwert er sich auch nicht. Helft ihr mir jetzt oder nicht? Was zahlst denn? Haha. Wie bist du gestürzt? Wir wollten da oben auf den Schultern der Statue ein Feuer entzünden. Zu Ehren von uns und unseren Vorfahren. Das ist euch offenbar gelungen. Ja, aber das Feuer schlug so schnell hoch, dass Petter einen Sprung nach hinten gemacht und das Gleichgewicht verloren hat. Er hatte trotzdem Glück. Bei der Höhe hätte er sich auch den Hals brechen können. Und was ist das für eine Statue? Diese Statue, was ist das eigentlich für eine? Das ist ein Altar für den Gott der Krieger. Wer es wagt, ihn zu erklettern und ein Feuer zu entzünden, erlangt die Gunst der Götter und Ruhm und... Und eine prima Gelegenheit, sich ein Bein direkt unterm Arsch abzureißen. Helft ihr mir jetzt oder wollt ihr noch ein bisschen predigen? Ja, okay. Dieses Schöllkraut müsste dir helfen. Es macht das Bein nicht wieder ganz, aber der Schmerz lässt nach. Danke, unsere unsterbliche Dankbarkeit. Ziemlich sterblich in meinem Fall. Also genieß sie, solange du kannst. Halt den Rand und zeig mir das Bein. Danke nochmal. Mögen die Götter dich leiten. Oh, sehr gerne. Nichts einfacher als das. Tapfere sterben jung. Ja, so ist es wahrscheinlich. Können wir ja sonst noch irgendwas finden? Nee, oder? Das ist alles. Die haben hier ihr eigenes Ding durchgezogen. Na, dann lassen wir sie halt auch in Frieden. Okay, Leute, jetzt muss ich nochmal auf die Karte gucken. Das darf ja nicht wahr sein. Wir sind jetzt hier hoch und die Quest leitet uns jetzt hier runter. Solche elendigen Schweine. Okay, wir folgen einfach weiter dem Weg, denn dieser Weg wird uns unweigerlich irgendwie ins nächste Dorf führen. Ich muss mir einfach mein Pferd nehmen. Plötzlich diesmal bitte nirgendwo hängen bleiben. Ich bitte dich. Ich will doch bloß mal wieder ein paar Meter auf dir reiten. Es kann doch nicht sein, dass du ständig da spawnst, wo du irgendwo dagegen läufst. So, und jetzt halt den Rand und reite mit mir. That's what she said. Also wenn das nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, plötzlich hält inne. Hat gestoppt vor lauter Schock. Wittert er etwa hier Gefahr? Halt die Klappe. Firisdal. Ah ja, wir sind auf jeden Fall in der dazugehörigen Stadt. Das ist schön. Ein neues Anschlagbrett haben wir auch. Da können wir natürlich gleich dran gucken. Da sind wir auch schon. Wow, der schläft echt auf der Straße. Weil der Menge an Häusern, die hier rumsteht. Okay, was haben wir denn hier? Sorry, ich wollte bloß mal die Fackel anmachen, sonst kann ich nicht lesen. Schlechte Augen, alt und so, fast 100. Hochzeit. An diesem Sonntag wird Ignis Holgersen ihrem Igmar Bergmann, die Treue schwören. Alle, die dem jungen Paar das Beste wünschen, mögen ihm bitte ein nettes Wort sagen oder ein Geschenk überreichen. Vorsicht vor den Wölfen. Ein Wolfsrudel hat Arz Gellig in diesem Jahr besonders groß... Was? Ist in diesem Jahr besonders groß geworden. Hütet eure Schafe wie euren Augapfel und reist nach Einbruch der Dunkelheit nur mit einem schnellen Pferd und mit einem Schwert an der Seite. Mhm. Auftrag Drache. Herhören, Leute.
Ein riesiger Drache, ein Schrecken direkt aus den Geschichten der Skjalden, macht die Lande von Firisdal unsicher. Er misst 50 Fuß in der Länge, 100 in der Höhe und kann einen Mann mit Feuergarben einäschern, die 100 Spannen lang sind. Es ist aber schwer, das genau zu sagen, da niemand noch lebt, der nahe genug an der Bestie herangetreten war. Okay, ich habe jetzt versucht, den Satz umzuformulieren, weil ich mich verlesen hatte, ist mächtig in die Hose gegangen. Ja, was? Ich habe das Vertrauen, dass ein Sohn Skelliges tapfer genug ist, uns gegen dieses Böse zu verteidigen, indem er den Drachen erschlägt. Zum Dank soll er mehr als nur eine Belohnung erhalten. Er kann den Drachenschatz haben, den solch üble Kreaturen hüten, wie jeder weiß. Ja, die haben ja also ihre ganz eigene Lore zu Drachen. Dass der so groß ist wie beschrieben, bezweifle ich, und dass der ständig einen Schatz bewacht, bezweifle ich auch. Hexer gesucht. Ich, der Verfasser dieser Nachricht, suche einen Hexer. Der Auftrag ist zugegeben knifflig, sollte einen echten Fachmann aber nicht schwer fallen. Eine ansehnliche Bezahlung wartet. Es eilt also, nicht zaudern. Interessierte Hexer finden mich vor der Taverne in Firisdal. Ugo, mach mal. Skottgards Spitzname. Gut, das lassen wir jetzt mal. Okay, also mehrere. Pass auf, wenn du trittst. Ganz ruhig, um den Drachen kümmern wir uns mal noch nicht, aber um den Rest auch nicht. Auftrag. Der meistgesuchte von Skellige. Ah, das ist die DLC-Quest, die ganz frische. Skellige's Most Wanted. Und was besprechen die hier alle? Mindestens so lang. Meinen Begleiter hat es in Fetzen gerissen. Ich selbst bin um Haaresbreite entkommen. Ja, fürchterlich knapp war es wahrscheinlich. Ich kann es mir schon vorstellen. Gut, das lassen wir jetzt alles mal noch links liegen. Wir kümmern uns da noch nicht drum. Ich will jetzt erstmal diese Klinge holen. Und dann vielleicht auf dem Rückweg von dieser. Wow, ist es da oben? Wartet mal, ich sehe es. Ah doch, jetzt sehe ich tatsächlich da zwischen den Bäumen was unser Ziel sein könnte. Wir hören uns jetzt diese Klingeln und dann vielleicht, bevor wir die irgendwie zurückbringen, weil wir dafür wahrscheinlich nach Kertrolde zurücklaufen müssen oder wo auch immer wir die Quest angenommen haben, ich weiß nicht mehr genau, können wir uns hier ein bisschen um das Zeug kümmern. Aber diese Klinge will ich erst haben, denn wir haben uns entschieden, mit dieser Quest anzufangen und sich dann ständig von 43 neuen Quests ablenken zu lassen, ist nicht zielführend, liebe Leute. Deswegen kein längeres Zögern. Einfach hier den Berg hochlaufen. Und hoffentlich unser Ziel erreichen. Und ich glaube, das tun wir auch. Das alte Fort Firisdal. Wo wir gleich auf heftige Gegenwehr stoßen werden, gehe ich davon aus. Deswegen quennen wir uns mal durch und los geht's. Und wer von euch am besten kämpft? Deine Mutter hat mich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Na komm. Und tschüss. Die Familienklinge. Wer von euch hat das Ding einstecken? Oder habt ihr sie einfach rumliegen lassen, als wäre es nichts wert? Nur ein weiteres Schwert, nicht wahr? Was ist das denn? Da haben sie ein Pferd kaputt gemacht. Hier haben sie schon einen getötet. Warum die das tun? Essen die Menschen? Die Harpien haben hier ihr Nest. Oh, ein Harpien-Nest? Das machen wir natürlich kaputt. Harpien mag ich nicht. Da muss ich immer meine Dingsbums bemühen. Meine Armbrust. So, machen wir mal an hier. Vielleicht ist es nur zu dunkel, dass wir das Schwert nicht erkennen können. Aha. Nein, wirklich. Ach, ein Diebestagebuch. Das Ding ist schon wieder nicht da. Die haben es wahrscheinlich schon vertickt. Sveina, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Gimbre und ich waren bei Lugos. Er empfing uns nach den Gepflogenheiten der Gastfreundschaft. Fleisch und Met gab es reichlich. Aber so wie wir Coolio aus dem Leder gewickelt hatten und ihn fragten, was er dafür zahlen würde, entriss er uns das Schwert und schlug uns beide zu Boden. Wobei er uns Diebe nannte. Dann jagt er uns Holter die Polter aus dem Haus. Gimmer ist langsam. Den haben sie gekriegt. Auch gut. Einer weniger, dem wir den Gewinn teilen müssen. Und nun die gute Nachricht. Wir haben das Schwert noch. Und ich weiß jetzt, wie ich es loswerde. Ich habe mit meinem Schwager Steinfinn gesprochen. Er wird Coolio in Novigrad verkaufen und den Erlös mit uns teilen. Ich weiß, aber ich schwöre dir, man kann ihm trauen. Ich werde ihm das Schwert am Strand beim Waldfriedhof auf Arzgelli geben. Ich werde allein gehen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Vorsicht! Lugos könnte einen Boten nach Kertrolde senden, um den Diebstahl anzuzeigen. Tauch lieber irgendwo unter.
Vielleicht bei Tante Hilde? Sie ist nicht ganz richtig im Kopf, aber man kann sich auf sie verlassen. Bis dann, Irian. Der will das Ding in Novigrad verkaufen lassen, das müssen wir verhindern. Wir müssen auf jeden Fall zu diesem Waldfriedhof gehen. Und wie sie richtig vermutet haben, ist jemand nach Kertrolde gegangen und hat das Ding ans Anschlagbrett gehauen. Was sehr gut für uns war, dann haben wir das nämlich annehmen können und können die ganze Sache verhindern und das Teil zurück in den Familienbesitz bringen. Jetzt würde mich bloß wundern, wo muss ich diesmal hin? Es darf nicht wahr sein, oder? Ich glaube, diese Quest ist dazu gedacht, einmal so ein bisschen einen Überblick über diese kleine Anfangsinsel zu verschaffen. Da bin ich fest davon überzeugt, liebe Leute. Okay, ja, das wäre jetzt blöd, wenn ich alles ignorieren und einfach wieder da hochreiten würde. Dann machen wir jetzt gleich Nägel mit Köpfen. Dann kümmern wir uns jetzt um diese Landzunge hier. Und wir werden selbstverständlich mal hier runter in dieses Dorf reiten und das Anschlagbrett mitnehmen. Wir wären dumm. Weil ich ja dann auch all diese Orte zweimal besuchen müsste. Also versuche ich das jetzt alles irgendwie so ein bisschen mit einzubauen, dass es Sinn ergibt und einen gewissen Flow hat. Beweg dich! Und ich glaube, wir müssen über diesen Bergpass hier, um auf die andere Seite zu kommen. Obwohl, nee, da habe ich wahrscheinlich fehlgeglaubt. Versuchen wir mal, wie weit wir kommen, wenn wir hier oben lang reiten. Langsamer! Warum machst du das, Plätze? Warum machst du das? Wieso tust du mir das an? Ach du Scheiße. Jetzt hätte ich mich ja fast ins Ausmanövriert hier. So. Natürlich sollten wir bei so einer bergigen Gegend nicht immer den direkten Weg versuchen zu nehmen. Deswegen reiten wir jetzt einfach mal hier unten lang und machen einen großen Bogen um dieses Dings, wo wir rein sind. Es tut mir leid, wenn ihr im Hintergrund so ein leichtes Hämmern hört. Irgendwo am Haus schlägt gerade einer wahrscheinlich, keine Ahnung, eine Leiche an die Wand oder so. Ich weiß es nicht. Ja, wir sind ja genau in die falsche Richtung. Langsam. Scheiße, sind die hin? Auf der anderen Seite von diesem Berg da? Muss ich dann nicht trotzdem irgendwie versuchen, so nach oben zu kommen? Dass ich um dieses Massiv irgendwann mal rumkomme? Oh no. A beer. A beer. Give me the beer and flons. Wow, das ist ja fast gar keinen Schaden gemacht. Wir ignorieren den Bär. Wir haben andere Sorgen. Oh, Alter, muss das jetzt sein? Ich hoffe, ihr hört es nicht zu extrem. Doch, ich glaube, ihr hört es sehr extrem. Ich sehe nämlich sogar die Ausschläge an in meiner Kommentarspur. Toll, Wahnsinn. Was ist hier los? Wird hier renoviert, oder was? Meine Fresse. Okay, irgendwelche Wölfe. Schneewölfe anscheinend. Die lassen wir auch mal liegen. Wölfe wollen wir nicht einfach töten. Wir haben Wölfe lieb. Wir mögen unsere Wölfe. Okay, wir begeben uns... Ah, jetzt verstehe ich. Wir müssen diese Landzunge betreten, um an dieses Anschlagbrett zu kommen. Das bedeutet, ich mache jetzt hier mal eine kurze Pause, denn hier vorne. Okay, Digga. Na komm. Komm mal zu mir hoch. Na, na, na. Willst du dich mit mir anlegen? Hm? Willst du dich mit mir anlegen? Komm, sag, dass du dich mit mir anlegen willst. Guck mal, ich kann schon wieder schießen. Ha! Fällst du die ganze Zeit runter, ne? Scheiße, ist schon scheiße. Au! Oh. Ich hätte wissen müssen, dass es da unten in der Bucht ist, wenn ich da an einem... Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je.